Wenn ein Muslim im Geheimen für seinen Bruder Dua macht, so wird Allah subhanahu wa ta'ala einen Engel herabsenden, welcher zum ersten Mal auf die Erde kommt und dieser wird zu ihm sagen, für dich dasselbe. Du machst Bittgebet für deinen Bruder, Allah kann es annehmen, aber Allah muss es nicht annehmen. Aber was macht Allah azzawajal hier? Er schickt dir einen Engel, der sagt, für dich dasselbe bedeutet, wer hat diesen Engel mit dieser Aufforderung heruntergeschickt? Allah, das heißt, für dich wird es in jedem Fall der Fall sein. Deswegen, die Salaf in der früheren Zeit, was haben sie, um was haben sie gebeten? Um Sachen, die sie selber wollten. Zum Beispiel, er wollte eine rechtschaffene Frau. Aber dann, er kannte diesen Hadith natürlich, er sagt, ja Allah, mit Weinen. Und ihr kennt das ganze Programm, ja Allah, gebe ihnen eine rechtschaffene Frau. 1,80 groß, ja Allah. Und er zählt auf und zählt auf und zählt auf. Was will er eigentlich? Er will die Frau für sich. Der ist schlau. Wallah al-Azim, der ist schlau. Stellt euch vor, liebe Geschwister, ihr seid in Mekka. Möge Allah azawajal die Toren des Paradieses in Mekka und Medina öffnen. Stellt euch vor, ihr seid da in der Zeit von der Hajj. Dann zieht ihr euch zurück und sagt, ja Allah, nimm von allen Pilgern die Hajj an. Kommt der Engel und sagt für euch dasselbe.